Im niedersächsischen Ganderkesee hat Werkstattchefin Ramona Besuch von einem Prüfer. Sie soll einen BMW durch die Hauptuntersuchung bringen, doch die Mängel sind gravierend. Ja. Gut, durchgefallen wegen dem Traggelenk vorne. Von rechts, genau. Ramona hatte die Mängel vorab erkannt, aber keine Zeit für die Reparatur. Lohnt sich die überhaupt noch? Das lohnt sich auf jeden Fall bei dem Fahrzeug noch. Also wenn es nur das ist, dann würde ich auf jeden Fall investieren. Sonst stand er ja im Großen und Ganzen ganz gut da. Also ich persönlich auf jeden Fall, klar. Also ich sag jetzt mal, keine Ahnung, 150, 300 Euro, also auf gar keinen Fall mehr. Also das ist dann, glaube ich, schon, da kann ich schon mit einem dicken Bleistift schreiben. Gibt der Kunde die Reparatur in Auftrag, kommt der Prüfer danach nochmal. Jetzt hetzt Ramona erstmal zum nächsten Auto. Bis zu 8 Fahrzeuge schleust die 31-Jährige täglich durch ihr rosa Reich. Als nächstes geht es einem Kia an die Verkleidung. Hier darf ich heute eine Anhängerkupplung nachrüsten. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Ist ja doch so ein bisschen eine Herausforderung. Das erste Mal, dass ich das Modell bearbeite. Und da können natürlich so 1-2 Punkte schwierig laufen. Das kann aber auch einfach glatt laufen. Noch ahnt die Kfz-Meisterin nicht, wie kompliziert es wird. Das müssen wir alles aufschrauben, die Verkleidung wegmachen. Gut, nur Werkzeug. Die Herausforderung liegt natürlich auch dabei, dass auch nichts abbricht, dass wir alles ordentlich befassen. Und die Elektronik ist immer so ein bisschen, ne? Wo sind die ganzen Steckverbindungen, dass man es mit dem Fahrzeug eben verbinden kann. Ja, so 1, 2, 3 Herausforderungen gibt es da schon. Ist halt immer mal wieder was Neues. Aber deswegen liebe ich ja den Beruf auch so, ne? Weil man immer wieder ein bisschen Abwechslung hat. Für die Montage sind 3 Stunden eingeplant. Die einen sind nur reingeschoben und die anderen sind geklippt. Das Reindrücken, der ist geschoben. Der Profi in Pink hat bereits 15 Jahre Berufserfahrung. Ich muss den kompletten Stoßfänger entfernen. Darunter sitzt der Träger und dieser Träger wird komplett ersetzt mit der Anhängerkupplung, weil die Anhängerkupplung quasi einen eigenen Träger hat. Janik, kannst du mal eben helfen, Stoßfänger runternehmen? Hier gibt Ramona den Ton an, auch bei Kfz-Mechatroniker und Lebensgefährte Janik. Bei solchen Arbeiten darf kein Kunde in der Nähe sein. Weil die denken dann immer, oh, das kracht und das klatscht. Und das tut, die machen mein Auto kaputt. Das muss krachen. Und das ist jetzt der Träger, der weg muss, damit die Anhängerkupplung ran kann. Die 31-Jährige legt viel Wert auf ihr Äußeres. Schmutzige Finger sind für sie dabei kein Widerspruch. Wenn man jetzt die Öl-Diesel-Pfoten hat, die kriegt man ewig nicht sauber. Das ist dann richtig, oder wenn man Bremsen macht, das ist dann richtig in Riefen drin. Das sieht halt dann nicht so schick aus, wenn man essen geht für eine Frau. Das gehört sich dann einfach nicht so. Aber das gehört dazu. 1,5 Stunden sind bereits um und die neue Anhängerkupplung ist noch nicht mal ausgepackt. Nächste Hürde, ein lauerndes Raubtier. Das kann ich ja überhaupt nicht ab, ne? Also diesbezüglich bin ich voll eine Tussi. Das geht so gar nicht. Irgendwo ist sie jetzt da drin, ne? Danke. Nee. Entschuldigung. Das kann ich nicht, das kann ich wirklich nicht. Da bin ich echt Pussy. Gebe ich zu. Ganz offen und ehrlich. Ein männlicher Held muss trotzdem nicht zu Hilfe eilen. Auch bei der Monsterjagd gilt, selbst ist die Frau. Weiter geht's mit der Montage. Jeder Handgriff sitzt, ganz natürlich. Also ich hatte künstliche Fingernägel. Das sah echt mega aus, sah gut aus. Und ich habe ja danach wieder in der Werkstatt gearbeitet. Und das hat doch, einen Monat hat es gut gehalten. Da war gar nichts mit. Ich hatte keine schwarzen Fingernägel mehr. Gut, ich meine, der ganze Dreck sitzt trotzdem drunter, ne? Also brauchen wir uns nichts vormachen. So, das soll wohl so hingehören. Das sieht doch gut aus. Die Vorbereitung hat er schon, sprich die Löcher passen schon. Das ist ja perfekt. Alex, kannst du einmal helfen kommen? Schon als Kind hat Ramona ihrem Vater das Werkzeug gereicht. Heute schraubt sie jeden Mann locker an die Wand. Das ist wie einparken. Frauen können auch einparken. Wir müssen nur lernen, ihr Auto richtig einzuschätzen. Mit 16 machte sie ihre Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin als Jahrgangsbeste.
Das kommt alles in den Fahrzeuginnenraum, das ist völlig egal. Das kommt wieder hier vor, das heißt, wir können den anderen Träger wieder montieren. Die hätte ich gar nicht wegmachen müssen, sehe ich. Passiert, ne? Die müssen erst wieder ran. Das ist natürlich scheiße, das klaut mir jetzt einfach Zeit, die ich eigentlich nicht habe. Weil der nächste ja quasi schon wieder sein Auto gleich bringt. Ein bisschen länger ist die Schraube nicht gegangen, sag mal. Ramonas Rosa Werkstatt ist auch Ausbildungsbetrieb. Lehrling Alex assistiert. Die bockige Stoßstange stellt sich quer. Kommst du hin? So, ich komm hier rein. Ja. Super. So, nicht dein Ernst. Kriegst du hin oder nicht? In Ganderkesee bei Bremen muss Chefin Ramona in ihrer pinken Werkstatt eine Anhängerkupplung montieren. 3 Stunden waren eingeplant. Die sind bereits jetzt um. Mann, ey! Was ist ein Problem? Das Problem ist, dass wir jetzt gerade den Träger lose gemacht haben. Und jetzt wollen wir den wieder raufsetzen, weil der hingehört. Aber ich krieg den hier auf der einen Seite rein, aber nämlich auf der anderen Seite komplett daneben. Ich krieg den nicht rein. Und durch das, dass das Happenstoff ist, kann ich das aber auch nicht bewegen. Ich muss jetzt die hier lösen, damit ich die hier verschieben kann. Jetzt ist jede helfende Hand gefragt. Ramonas Lebensgefährte Yannick und Azubi Alex müssen mit anpacken, um den Träger zu verschieben. Ramonas Geduld ist langsam am Ende. Kommst du rein jetzt? Mhm. So, ich bin ganz dran. Ja. Gut. Halleluja, aber wir sind noch nicht am Ende. Mal gucken, was noch so auf uns wartet. Zum Beispiel warten vor der Werkstatt 6 weitere Autos, die heute noch auf die Hebebühne sollen. Das Nachrüsten der Anhängerkupplung wird langsam zum Minusgeschäft. Wir müssen die Verkleidung hier komplett wegmachen, damit wir die Kabellage dahinter verstecken können, beziehungsweise überhaupt anschließen können. Das heißt, alles ausbauen, was im Weg ist. Mann, meine Anfangsprognose war, ja, machen wir eben rein, ne? Kein Problem. Wir wissen ja, wie es geht. Jetzt denke ich so, so eine Scheiße. Ich hab keinen Bock mehr, ne? Die scheiß Bank muss raus, sonst kriege ich die Verkleidung nicht raus. Und die Verkleidung muss raus, sonst kriege ich den Kabelsatz nicht rein. Mittlerweile ist die Chefin schon seit 4 Stunden mit dem Auto beschäftigt. Inzwischen mit der gesamten Belegschaft. 3 Stunden waren eingeplant. Sehr schön. Ramona weiß jetzt schon, dass sie an diesem Auftrag keinen Cent verdienen wird. Klar, das, was ich jetzt hier länger an Zeit gebraucht habe, das zahlt kein Mensch, ne? Das andere ist, der nächste Kunde wartet nachher schon. Das heißt, ich habe den Termindruck nachher, weil die Termine machen die Kunden ja extra, damit sie ihr Fahrzeug wieder verplanen können, wenn sie es zurückkriegen. Das alles haut jetzt nicht mehr hin, ne? Dementsprechend muss man halt mal die Mittagspause durchmachen. Die Elektrik ist schon mal verkabelt. Halleluja, haben wir die Geburt auch geschafft. Nur wenige Jahre nach ihrer eigenen Geburt stand Ramona bereits in der Werkstatt. Ihr Vater war leidenschaftlicher Freizeitschrauber. Papa hat mich so aufgezogen, ne? Eigentlich, ich war immer in der Werkstatt, ich war immer bei Papa am Helfen, am Schraubenschlüssel hingebracht. Die ganze Laufbahn hat sich so durchgezogen, dass ich die Ausbildung gemacht habe und dann die Weiterbildung. Und ja, ich habe einfach so meinen Traumberuf gefunden. Und das können nicht viele sagen. Das ist schon gut. So, fertig, fertig, fertig. Das ist das Alte, das kommt in den Müll. Gut, dann müssen wir Yannick fragen, der wollte einen Anhänger organisieren, dass wir das testen können. Dann ist es fertig. Gut. Yannick? Endspurt. Die Anhängerkupplung ist eingebaut und der Auftrag so gut wie erledigt. Beim letzten Check sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Yannick, bist du hinten? Ja. Geht Licht? Ja. Ja. Bremse geht? Ja. Bremse geht und sonst geht nichts. Nebelschluss. Nebelschluss geht auch. Ja. Blinker nein. Damit hat Ramona nicht gerechnet. Die Elektronik der Anhängerkupplung funktioniert nicht. Unten am Stecker war alles fest. Dann prüfen wir erst an dem Anhänger Steckdose, ob da jetzt tatsächlich kein Strom ankommt. Das ist die einfachste Lösung und die einfachste Methode, das System jetzt zu überprüfen. Und wenn das dann tatsächlich so ist, dann muss alles noch mal auseinander, ne?
alles, wo die Elektronik zusammenhängt. Also das wäre jetzt wirklich der Super-GAU. Du hast vorne, hast du alles richtig eingeschlossen, ne? Natürlich, habe ich gemacht. Ne? Kfz-Mechatroniker Yannick muss die komplette Elektronik noch mal kontrollieren. Hast du vorne doch einen Fehler gemacht? Guck mal, ob es geht. Kannst du mal eben hinten gucken, ob das geht? Ja, Blinker links, Blinker rechts, ja. Geht? Ja. Ist Licht? Ja, Licht. Nebel? Also Bremse, Blinker, Nebel, geht alles. So, wo war der Fehler? Vorne links, wir erinnern uns, wer hat das eingeschlossen? Yannick? Ich weiß auch nicht, wie das war. Ach, Halleluja. Es funktioniert. Es ist fertig. Es ist geboren. Kannst du auch mal wer hältst du einfach? Ja, du. Ich? Natürlich. Ach so. Ja, da weiß ich, wie ist das richtig? Richtig. Ja, man sollte doch mal eben nachprüfen oder kontrollieren, was da gemacht wird. Es hat jetzt alles gut hingehauen, wir haben viel zu lange gebraucht. Wir sind jetzt auch ein bisschen in Verzug mit den anderen Fahrzeugen. Aber er ist fertig und alles ist in Ordnung.